Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von uns. Heute, ja, es sind Ferien, deswegen werdet ihr immer viel Hintergrundgeräusche hören. Genau, die Kinder sind hier schon mit ihren Koffern am Spielen. Eigentlich haben wir die ja nur für die Ferienzeit. Ich zeige es euch gleich mal. Es sind echt praktische Koffer. Die nehmen wir nämlich immer mit in Urlaub. Da dürfen die Kinder all ihr Spielzeug reintun, was sie mitnehmen möchten. Und was nicht mehr reinpasst, ist zu viel. Ja, Spielzeug, Kuscheltiere, Bücher. Genau. Und dann haben wir noch eine extra Tasche für in die Mitte vom Auto. Aber so ist der Gedanke dahinter. Ich räume die Küche auf, weil ich das gestern nicht mehr geschafft habe. Ich war so müde gestern. Die letzten Nächte waren ein bisschen anstrengend. Am Wochenende kam Finn immer zu mir rüber, weil er irgendwie was Schlechtes geträumt hat. Und dann die vorletzte Nacht kam Ella und konnte nicht mal einschlafen. Und ich da natürlich auch nicht. Genau, aber jetzt die Nacht, ich bin um 9 Uhr ins Bett gegangen gestern Abend. Jetzt die Nacht war echt erholsam. Ich habe auch die Rollläden zugelassen oben. Wir haben da so Velux-Fenster oben. Und da das immer so warm war, habe ich die immer aufgelassen. Aber dadurch ist natürlich das Licht bei uns, also ist voll erleuchtet um 5 Uhr morgens. Ich habe das heute Nacht zugelassen, weil das die Temperaturen ein bisschen besser sind. Und dann haben die echt bis um 7 Uhr, kurz nach 7 geschlafen, was echt sehr angenehm war. Genau, ich nehme mich ein bisschen mit durch den Alltag. Ich werde auch weiter fertig machen. Ich bin noch gar nicht geschminkt. Ich habe nur gewaschen, Zähne geputzt, angezogen. Ja, was wir heute machen, weiß ich auch noch nicht. Auf alle Fälle muss ich noch, also will ich schon mal packen, dass ich alle Sachen, die ich brauche, denn am Samstag fahre ich mit den Kindern los zu meinen Eltern. Wir machen einen 2-3-tägigen Zwischenstopp. Also wenn ihr das hier guckt, dann sind wir gerade unterwegs. Drückt uns die Daumen, dass alles gut geht. Ja, ich zeige es gleich mal. Süß. Genau, dann fahren wir erstmal zu meiner Freundin. Die wohnt in der Nähe von Hannover. Das sind dann hoffentlich maximal 5 Stunden Autofahrt. Ich bin ja alleine mit den Kindern. Ich hoffe, dass das geht. Ja, geht mal, aus der Küche raus, bitte. Und dann fahren wir danach weiter zu meinen Eltern. Das sind dann auch mal so 3-4 Stunden Autofahrt. Genau, ist einfach praktischer, weil wenn ich mit den Kindern alleine bin, so 8-9 Stunden Autofahrt insgesamt mit den Kindern alleine, das ist zu lange. Genau, deswegen mache ich das so. Hat letztes Jahr auch super geklappt. Und dann bleiben wir da für ungefähr 2 Wochen. Ich freue mich da echt schon total drauf. Es wird so Urlaub und ja, Erholung für mich auch. Habe dann so quasi keinen Haushalt, weil meine Mama das dann halt mitmacht. Und ja, genau, deswegen freue ich mich da auch echt. Ich hoffe, dass wir ein bisschen schönes Wetter haben an der Nordsee. Und dann nehme ich euch auch ein bisschen mit. So, ich habe das Gefühl, dass dieses Top hier irgendwie gar nichts für mich macht, ne? Naja gut, ich zeige euch mal die Kinder. Aufräumen steht hier auf alle Fälle auch noch auf dem Plan. Genau, das sind nämlich die Koffer hier, wollte ich dir mal zeigen. Das sind solche Rollkoffer, die kann man auch super praktisch mitnehmen. Ja, die Kinder. Oma lernt Opa. Genau, immer in Urlaub nehmen wir mit, ne? Und du hast hier auch deine Robbe da so reingemacht. Genau, Ella wollte heute mal was ausprobieren, meinte sie. Genau, und die waren da auch mit bei, ne? Da kann man das so ziehen. Die Eltern können die Kinder ziehen oder die Kinder können sich selber ziehen oder man kann es einfach so. Auf Fortleben, ich weiß gar nicht, welche Marke die haben. Mein Mann hat die mal mitgebracht. Steht hier irgendwas drin? Keine Ahnung. Das haben sie aber sehr gut bewährt schon, weil halt die Kinder da auch drauf fahren können. Und das nutzen die halt immer so als. Papa hat die gekauft mal für euch, ne? Ja, in so einem Outdoor-Laden. Ich weiß aber nicht genau, wo. In einem Autoladen. Nee, kein Auto. Outdoor. Wollt ihr mal zeigen, wie man damit fahren kann? Ja. Na los. Okay, du auch, Ella? Ja. Ich ganz die Beine gestern umgezogen so alleine. Man sieht's, so oder? So, Spülmaschine ist an. Und wir, ja, ich muss unbedingt Wäsche machen. Nachher. Und wir frühstücken jetzt erst einmal, was? Genau, müssen wir gucken. Nee, ich muss noch decken, ne? Ja, vielleicht kann mir jemand helfen, dann geht das schneller. Ja! So. Ich habe mir schon vor langem mal diesen Aufsatz hier gekauft. Für, ja, so einen Schwamm zum Saubermachen. Für die Dusche habe ich mir jetzt erhofft, weil
Wir haben immer so Kalkflecken auf der Dusche und es ist so anstrengend, das zu putzen. Und ich dachte mir, ich habe das mal auf Instagram oder so gesehen, dass es damit eventuell einfacher geht. Ich probiere das jetzt einmal aus. An unserer Glaswand hier hinter. Ist echt, wenn man da nicht jedes Mal rüberwischt, dann ist das echt eine Katastrophe, das sauber zu bekommen. Da sind immer noch so, auch wenn man jetzt geschrubbt habe, geht das trotzdem nicht so sauber, also wie fleckenlos. Da ist immer noch irgendwie so Kalkreste drauf. Ich probiere es einfach mal aus. Und weiß ich nicht, habt ihr sowas? Das habe ich über Amazon bestellt, kann ich euch gerne verlinken, wenn das klappt. Wir probieren es erstmal aus und dann schauen wir mal, was wird's. Was wird's? So, ich glaube, man kann sehr gut erkennen, hier diese ganzen Ablagerungen. Natürlich gehen die ab, wenn man da so ein bisschen rüber macht, aber halt das Grobe bleibt immer dran. Spannend, hier probiere ich es ein bisschen vorsichtiger aus, nicht, dass das hier alles zerkratzt. Aber wir probieren es mal aus, ob das klappt. Erstmal gut einsprühen und dann schrubb, schrubb, schrubb. Sonic. Go! Go! Okay. Ich spiele Sonic. So, ich habe es eingesprüht und jetzt probieren wir es mal aus. Eventuell muss ich den erst nass machen. Oh, okay. Ich bin ja immer komplett mitgeduscht. Aber das hat echt gut funktioniert. Ich habe es auch einmal abtrocknen lassen, um zu gucken, wie gut das echt funktioniert hat. Aber also es war auch ganz schön, ich habe fast einen Krampf bekommen, meine Hand, weil man doch drücken muss ordentlich, um das abzubekommen. Ich glaube, so 100% alles weg ist auch nicht, aber viel besser und doch viel schneller als ohne Bohrer. Maschine. Hat echt gut funktioniert. Auch so die Sachen, die ich sonst super schwer erreichen konnte und die echt nicht gut wegging, hat echt gut funktioniert. Ich mache alles nochmal, wisch alles nochmal trocken und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt wirklich so funktioniert hat, wie erwartet. So, ich muss mich da erstmal umziehen. Und zum Glück hatte ich mich nicht geschminkt, weil ich musste mich gerade einmal komplett waschen, weil hier alles gespritzt hat. So, die Stunde der Wahrheit. Es ist viel besser geworden. Echt. Ich meine, man sieht immer noch so ein paar Schlieren. Von der anderen Seite muss ich auch noch mal putzen, weil das ist von der anderen Seite. So kann man es vielleicht ganz gut erkennen. Also man sieht es immer noch so ein bisschen, obwohl es auch von der anderen Seite sein könnte. Da habe ich es nicht geputzt. Nee, also es ist viel, 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 viel besser geworden. So, auch viel schneller. Aber ja, ich verlinke euch das Ding einfach mal. Vielleicht wollt ihr da auch mal schauen. So, jetzt muss ich mich erstmal fertig machen. Ist das schon okay? Ich weiß nicht. Ich mag die Farbe, aber ich mag den Schnitt nicht an mir. Mal gucken. Die Kinder spielen gerade so schön miteinander. Ich will das nicht zu laut sagen. Jetzt mache ich mich erstmal fertig. Und dann spielen wir ein bisschen und ich will mein Auto aber auch noch putzen heute. Das steht auch noch auf dem Plan. Am Donnerstag geht es nämlich zum TÜV, beziehungsweise in die Werkstatt zur Kontrolle für den TÜV, dass das einmal komplett gecheckt wird, bevor wir dann die lange Reise antreten. Und da möchte ich es natürlich sauber haben, weil gerade ist das absolut alles andere außer sauber. So, ihr Lieben, die Kinder spielen nach unten so schön zusammen, dass ich jetzt dachte, ich habe jetzt auch noch 10 Minuten, um mir meine Nägel zu machen. Zum allerersten Mal mit den UV-Gel-Strips von Manico. Ich habe mir nämlich das Starter-Set ausgesucht und es kommt mit verschiedenen, ich zeige es euch gleich besser, so Folien und der UV-Lampe. Wenn man es kann, soll 10 Minuten dauern. Ich bin gespannt, wie es ist. Wie gesagt, es ist das erste Mal. Jetzt für den Urlaub wird das perfekt für mich sein. Also es hält so bis zu 3 Wochen, heißt es. Deswegen hoffe ich, dass das bei mir dann halt die 2 Wochen hält. Bin sehr gespannt. Ich berichte euch davon. Machen das einmal zusammen, wie das jetzt wirklich geht. Ich bin ultra gespannt, weil ich kein Nagelkönigin bin, weil ich auf der Arbeit immer nichts tragen darf. Deswegen ist es jetzt perfekt für den Urlaub. Da muss ich mir keinen Stress und Sorgen machen. Und kann hoffentlich die ganzen 2 Wochen dann so mit schönen Nägeln rumlaufen. Hier ist nämlich die UV-Lampe. Super klein und handlich. Kann man auch mega gut mitnehmen. Dieser Stift ist mit dabei. Da kann man das hinterher wohl einfach abmachen. Und dann habe ich mir diese Farben ausgesucht. Einmal
Glazed Ice Cream und so ein bisschen ähnlich, aber ein ganz rosa Glazed Strawberry. Das mit so einem Schimmereffekt, das fand ich voll schön. Die finde ich auch richtig schön. Rosewood und etwas knallieres Statement. Und ich glaube, ich möchte eine von den beiden haben. Hier eine Anleitung kommt übrigens auch mit dazu. Dann seht ihr das hier alles, wie man was machen soll. Ja, ach, guck mal hier, cool, das ist ja alles hier schon drin. Ich dachte nämlich gerade, ich habe keine richtig gute Nagelfeile, aber es ist alles mit dabei. Tadadada. Ah, okay. Könnt ihr das erkennen? Ich kann das übrigens durchschneiden, weil ich nur kurze Nägel haben will. Und dann kann ich zwei für eine nehmen. Ich habe mir die nochmal aufgemacht. Das ist jetzt Glazed Strawberry. Die sind hier, da sieht man den Schimmer ganz toll. Aber ich glaube, ich möchte jetzt dieses Design haben. Deswegen gucke ich mir erst einmal, welcher am besten passt. So, ich habe mir jetzt alle zurechtgelegt und geschnitten. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Habe meine Hände gut gewaschen und werde jetzt hier das Alkoholpad nehmen, um die wirklich komplett von allem Fett zu befreien. Mit diesem Nagelstäbchen, was da hinkommt, soll man hier auch die Nagelhaut nach oben machen. So, und jetzt probiere ich das hier mit dem aus. Und man kann die auch so ein bisschen ziehen, dass das halt wirklich an Rand geht, wie man das möchte. Und dann streichen. Und man soll wohl nach unten streichen. Und dann kann man das ein bisschen abschneiden. Und dann kann man das wohl so feilen. Okay, so. Ich mache jetzt mal die anderen Nägel. So, die Nägel sind drauf. Jetzt werde ich die UV-Lampe anmachen und für 60 Sekunden meine Nägel darunter halten. Genau, weil jetzt sind sie noch ganz weich. Und gleich wird das hart. So, jetzt habe ich hier die Lampe. Jetzt muss ich das hier so drunter halten. Warum wollen wir doch nicht reingucken? Und dann wird das wohl fest. So, die sind jetzt fertig. Jetzt mache ich noch einmal den Daumen separat. Auch für 60 Sekunden. Die Lampe schaltet sich aus nach 60 Sekunden. So, die zweite Hand konnte ich auch noch machen. Das ging schon echt viel besser mit der zweiten Hand, muss ich echt sagen. Ich habe den Dreh besser rausgehabt. So, ich habe jetzt beide Fingernägel fertig. Ich finde das so schön. Auch die Farbkombination gefällt mir super. Ihr müsst da unbedingt mal bei Maniko vorbeischauen. Die haben ganz viele verschiedene, auch knallige Farben, auch mit Mustern. Ich habe mir jetzt erstmal zum Einstieg die ausgewählt. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch. Schaut in der Infobox unten nach. Da ist auch ein direkter Link dazu. Da könnt ihr nochmal sparen. Also ich finde es mega. Das Nagelstudio für zu Hause. Viel günstiger auch. Genau, so jetzt muss ich aber runter zu den Kindern. So, wir haben Mittag gegessen. Die Kinder haben was gespielt, gebastelt. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dass wir zu IKEA fahren, um da den Nachmittag runterzubekommen, weil es echt nicht so schlimmes Wetter ist. Morgen soll es aber noch viel schlechter werden. Und dann fahren wir morgen in den Indoor-Spielplatz und heute dann einmal zu IKEA. Vielleicht finden wir dann auch noch was irgendwie. Und nehmen wir euch ein bisschen mit. So, schon fast auch gegessen. Um 3 Uhr hier Mittagessen. Eigentlich zweites Mittagessen. Du hast zwei Gabeln. Eine Pizza-Flagge. Genau. Und ich habe gleich noch das. Die Kinder machen ein Eis und dann gucken wir erstmal rum. So, lecker Eis. Ihr wollt das nur, dass ich das probiere, dass ihr was von meinem Kuchen abhaben könnt. Okay, warte. So, die Kinder haben sich zum ersten Mal dazu entschieden, heute mal ins Smallland zu gehen. Wollen die mal ausprobieren? Ich bin die große Drache, aber eigentlich. Ich bin super gespannt, wie das klappt. Ich habe da gar nicht drin gerechnet, deswegen müssen wir gucken, was ich da gemacht habe. Erstmal müssen sie das eintragen und dann können sie rein. So, da sind sie schon drin. Jetzt habe ich hier bis zu einer Stunde Freizeit. Hey! Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll.
einfach mal in Ruhe bummeln, glaube ich. Ich nehme euch ein bisschen mit dann. Vielleicht gibt es ja hier Neuigkeiten, die ihr noch nicht gesehen habt. Dann können wir uns das mal zusammen anschauen. So ganz in Ruhe, ohne Kinder. Sieht auch hübsch aus hier. So ein ganz dunkles Schlafzimmer, aber gefällt mir total. Sieht cool aus, aber das wäre der mega Staubfänger. Hier, jetzt weiß ich, ich wollte nämlich von diesen Schüsseln. Welche ist denn das? Da haben wir nämlich eine und die ist eine mega praktische Größe für unsere Salate jetzt. Und vor allem, weil wir jetzt hier so viel vom Feld mitnehmen, ist das echt eine gute Größe. So, ich habe hier zwei Schüsseln mitgenommen und dann kann ich ja mal heimlich in die Kinderabteilung rein. Und vielleicht finde ich ja noch irgendwie was Neues, was mit in Urlaub kann. Oder was mit für die Autofahrt auch noch gut dient. Ich weiß es gerade nicht. Die Lego-Kisten sind ja auch immer cool, ne? Was ist das hier für ein Spiel? Schau, es gibt hier sogar einen Arztkoffer jetzt. Der ist auch echt ganz cool. Ich bin ja auch schon länger am Überlegen, so einen Tunnel mal mitzunehmen. Auch für den Garten draußen. Wir hatten früher auch so einen. Ich hatte immer ein bisschen Platzangst drin, aber irgendwie ist der auch ziemlich cool. Ich weiß es gerade nicht. Wie teuer ist der denn? 20 Euro? Oder so ein Fußballset. Hier ist auch irgendwas Neues. Was ist hier neu? Ein Strandeimer-Set. Ja, das muss ich auch mitnehmen, oder? So ein Strandset. Aber da haben wir noch zu Hause eigentlich. Bei den Sachen hier wollte ich mal gucken, nach den Malsachen. So eine haben wir ja auch schon, das ist ganz praktisch zum Mitnehmen. Das nehme ich auf alle Fälle mit für Ella, weil die total gerne bastelt und malt. Stifte haben wir eigentlich auch genug. Vielleicht einmal so Filzstifte, weil da haben wir eigentlich gar nicht so wirklich. Die nehme ich vielleicht einmal für sie mit. Hier Neues gibt, das fände Ella ja immer richtig cool mit den Katzen. So ein... Ja, so Kleiderhaken. Richtig süß. Ich kann überlegen, weil Ella so gerne Müsli isst in letzter Zeit, ob ich noch mal solche Schälchen mitnehme, weil wir uns sind zwei kaputt gegangen. Und ich glaube, dass ich einfach noch mal so ein Set hier mitnehme. Ich finde die voll schön in der Farbe. Meine Lieblingsfarbe somit. Und diese Abteilung ist auch immer gefährlich für mich. Die Pflanzenabteilung. Aber da, die bunten Sachen da, die gefallen auch ganz gut. So eins habe ich auch noch nicht mal mitgenommen. So, und jetzt ist Sommerschlussverkauf hier in Belgien. Da gucke ich auch mal, ob es hier irgendwie was Interessantes gibt oder nicht. Die Fußmatte gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Wir haben nur leider keine Verwendung dafür. Kostet jetzt 4,99 €. So, mit mehr raus dann erwartet. Ist doch immer so. Aber ganz coole Sachen auch dabei, die im Angebot waren. Jetzt habe ich noch 25 Minuten, bevor ich die Kinder abholen muss. Ich habe auch noch nichts gehört von denen. Ich habe gerade eben schon mal gecheckt so und die meinten, alles ist super cool. Ich bin jetzt hier in der Essensabteilung und gucke, ob ich hier noch was mitnehmen kann. Und ansonsten, ja, bringe ich gleich schon mal die Sachen zum Auto und hole die dann ab, die Kinder. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt da so ein bisschen. Ich habe so eine rare Aufstellung für mein Handy. Ich wurde übrigens gefragt, Kathi, wie filmst du deine Videos und so? Ich will auch anfangen, aber ich habe kein Equipment. Ich habe wirklich nur mein Handy. Ich müsste mal so ein Stativ dafür holen. Habe ich noch gar nicht. Ich nehme es wirklich einfach so und stelle es irgendwo drauf, wo es mir gerade passt. Also wie gesagt, ich habe einmal diese zwei Schüsseln, weil wir da schon eine von hatten. Und ich liebe die, weil die echt eine gute Größe haben. Da kann man echt so für, ja, für uns zwei, drei, vier Personen so einen Salat reinmachen. Und da wir ziemlich viel Salat haben immer, brauchen wir noch mehr. Auch so zum Aufbewahren für im Kühlschrank jetzt vom Gemüse und so, sind die echt wirklich ideal. Für komplett weg von allem Plastik. Dann habe ich einmal diese Schüsselchen mitgenommen. Die sind perfekt für Ella und für die Kinder, aber auch so, wenn wir Obstsalat haben oder so. Die ideale Größe für Müsli und so weiter. Ich habe die hier gerade in der Hand.
habe nochmal dreimal die Zungen, diese Zimtschnecken mitgenommen, weil die echt sehr lecker sind. Vielleicht auch für die Autofahrt, dachte ich mir, für die Kinder, die sowas haben. Und jetzt diese beiden Gläser waren im Angebot. Einmal so Vorratsgläser. Und da ich halt auch mehr einlegen will, ich wollte nämlich neulich so Gurken einlegen, hatte dann aber keine Gläser mehr. Ich habe dann einen mega leckeren Gurkensalat gemacht, was dann auch nicht nötig war. Aber ich dachte mir auch so, wenn wir vom Feld noch mehr Sachen haben oder auch zum Fermentieren, das wollte ich auch mal ausprobieren, dann sind solche Gläser nämlich echt mega gut. Und die waren jetzt runtergesetzt von 3,99 auf 2,50 pro Glas. Ganz genau wie diese Gläser in klein. Mir auch so für kleinere Sachen oder einfach so, ich habe jetzt auch so, oder für Knoblauch einlegen oder so, das wollte ich auch mal ausprobieren. Einmal nochmal solche Tüten, die finde ich mega praktisch. Benutze ich mir nicht oft, da komme ich bestimmt ein Jahr mit hin, aber unsere waren jetzt alle auch so, wenn ich jetzt zum Verreisen bin, dass ich da unsere Kultursachen nochmal extra einpacken kann, damit das nicht aufgeht. Und dann eine letzte Sache. Ah nee, genau, diese Stifte habe ich ja nochmal mitgenommen, so als Überraschung für Oma und Opa dann auch mit. Und das Buch über den Orang-Utan war jetzt im Angebot für 50 Cent. Das musste ich mitnehmen. Das sind einfach wirklich richtig schöne Wissen, also einfach so ein Buch, alles über den Orang-Utan. Ich mag die IKEA-Bücher sowieso sehr gerne. Auch so die Geschichten. Manchmal haben die echt super süße Geschichten. Hatten die jetzt da keine von. Aber ich dachte mir hier, so für 50 Cent nehme ich das auf alle Fälle mit. So, das war mein kleiner IKEA-Haul. Jetzt muss ich mal gucken, was wir zum Abendessen machen. Also will ich das Ganze jetzt hier wegräumen. Ich freue mich auf und dann mache ich mich ans Abendessen. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir essen wollen. Wir haben natürlich auch super spät Mittag gegessen. Guten Morgen! Heute ist schon ein neuer Tag. Ich habe gestern kam gar nicht mehr zum Filmen. Ich habe sowieso immer das Gefühl, dass wenn die Kinder dabei sind, dass ich total chaotisch filme, dass ich mich nicht gedanklich auch konzentrieren kann auf alles. Tut mir leid, wenn das ein bisschen ein chaotischer Vlog ist, wenn die Kinder dabei sind, aber schreibt mal, ob euch das auffällt oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, als ob ich meine Gedanken nicht, dass ich meine Sätze nicht abmache, also fertigstelle. Gott, ich stotter jetzt hier auch schon rum. Genau. Ich wollte hier nicht mal gucken nach den Himbeeren, die sind so explodiert. Irgendwie sind die nicht so schön. Ich zeige sie euch mal. Hier war ja früher das Hühnerhäuschen, das wollten wir auch umbauen. Mein Mann wollte eigentlich das Dach abmachen, dass ich das auch als Hochbeet nutzen kann. Dass wir hier sozusagen auch so Erdfläche haben und dann hier Hochbeet und dann hier Hochbeet. Und hier hinter war halt so eine kahle Stelle, wo nichts gewachsen ist, aber da habt ihr Himbeeren gepflanzt letztes Jahr und die sind krass explodiert. Ich musste ja auch hier unbedingt lenken, dass die hier hinter wollte ich halt die Wand hochmachen. Ich muss da noch irgendwas in die Wand reinbohren, dass diese nach oben wachsen können, dass das hier ein bisschen grün wird, weil die Bienen das auch total gerne mögen. Aber die Himbeeren, ich weiß nicht warum, sind alle nur so. Also nicht alle, aber keine Ahnung. Ich dachte erst so, boah krass, wir kriegen so viele Himbeeren, weil die halt so viele Blüten haben, aber die meisten sind irgendwie nur so ein Punkt Himbeeren. Warum ist das so? Kann da jemand irgendwas zu sagen? Hier ist sogar mal eine größere. Ich glaube, ich muss mir aber doch mal eine Schüssel holen, sonst verliere ich die hier alle. Ich habe nämlich doch ein paar mehr gesehen. Hier ist auch noch eine etwas größere, aber irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach nur schlechte Himbeerpflanze geholt. Die war mal von Aldi für 2,50 oder so. Weil hier hinten sind auch noch welche. Ich hole mal ein kleines Schüsselchen, dann können die Kinder das mit zum Frühstück mampfen. So, ein kleines Schälchen ist zusammengekommen. Nicht wirklich viel, aber gut. Ich habe so zwei echt schöne Himbeeren. Der Rest ist alles so ein Punkt Himbeeren. Keine Ahnung warum. Ich habe hier übrigens das war immer, da wollten wir irgendwas anderes machen mit. Ich habe es einfach mit Pflanzen aufgefüllt. Die Mauer sieht echt auch schrecklich aus. Vielleicht mache ich da hier noch so eine Kletterpflanze rein.
Genau, sieht ein bisschen, ach mein armer Feigenbaum. Ich muss den mal in den Boden einsetzen oder so. Der kommt, der überlebt jedes Jahr, aber jedes Jahr sieht er so aus. Ich glaube, ich muss den einfach einpflanzen in die Erde. Die Erdbeeren werden nämlich hier gerade neu gemacht, weil die Umrandung ist voll weggebrochen durch die Hitze und so, weil die eigentlich falsch angebaut sind. Ja, hat mein Mann die jetzt hier so ein bisschen mehr befestigt. Da sieht man es noch. Also die sind alle so runtergebrochen. Aber die Erdbeeren hatten jetzt sowieso gerade Pause. Wir hatten da echt gut von geerntet, aber jetzt haben die gerade Pause, deswegen wollte er das jetzt einmal neu machen. Ich hoffe, dass er das dann noch, da muss irgendwas trocknen drin und dann kann er das wieder auffüllen hier. Genau, einmal schwenkt durch den Garten. Ich liebe unseren Klee und die Bienchen lieben unseren Klee ja auch total. Man muss nur echt höllisch aufpassen, wenn man barfuß läuft, was wir hier ja alle sehr, sehr gerne machen, dass man nicht auf ein Bienchen tritt. Bisher dieses Jahr sind wir verschont geblieben. Ich glaube, letztes Jahr wurden einmal Finn und einmal ich gestochen. Aber gut, ach so, und dann hier mein Hochbeet. Sieht auch ziemlich mickrig aus, aber gut, ich hatte hier so ein paar Riesensonnenblumen angepflanzt. Dadurch, dass so schlechtes Wetter war, sind das echt Mini-Sonnenblumen geworden, aber gut. Tomate ist verkümmert. Hier war einmal Sellerie. Hier, die Frühlingszwiebeln sind gut. Und dann hatte ich hier noch Mangold. Genau. Das sieht auch echt schön aus. Das müssen wir unbedingt ernten. Das Mangold muss ich ernten. Das kann man so wie Spinat verwenden. Und dann hier einmal unser Salat. Und hier kommen noch irgendwelche Paprika, aber die wird nichts. Hier sind noch Kartoffeln drunter. Die muss ich auch unbedingt ausgraben. Mama. So, Frühstück ist bereit. Wir haben hier noch so ein paar letzte Johannisbeeren, rote und weiße vom Feld. Und diese schwarzen, die schmecken so heftig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Aronia-Beeren. Die schmecken so ganz, ganz besonders. Ultra starker Geschmack. Magst du die? Dirk. Ja. Soße. Magst du die, Ella? Schmecken die? Mhm. Heute haben Mango und Apfel. Mhm. Und dann essen wir jetzt erst einmal, oder? Lecker, lecker. Und ich verabschiede mich dann auch heute von euch. Genau, dass ich den Vlog schneiden kann. Es regnet heute den ganzen Tag, deswegen werden wir später. Ich muss unbedingt mein Auto staubsaugen und putzen und sauber machen von draußen. Genau, da kommt ihr mit. Weil ich das ja morgen dann zur Kontrolle, zur Werkstatt bringe. Deswegen muss das sauber sein und auch leer sein. Da ist nicht von allem noch was drin. Muss unbedingt passieren heute. Genau, weil ich das dann morgen gleich nach der Arbeit mache. Und danach fahren wir aber heute mit den Kindern, weil es halt den ganzen Tag nur regnen soll und sie sich das gewünscht haben, in so einem Indoor-Spielplatz. Ich hoffe, euch hat der Vlog ein bisschen gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub. Schreibt doch mal in die Kommentare, wohin ihr denn fahrt oder fliegt oder ob ihr einfach nur zu Hause Urlaub macht. Ich freue mich jetzt auf alle Fälle sehr, sehr, sehr doll auf den Urlaub. Jetzt erstmal alleine mit den Kindern und dann fahren wir im August noch für 2,5 Wochen irgendwo hin. Genau. Und dann ja, sehen wir uns ganz bald wieder, meine Lieben. Tschüss!